Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute oder in diesem Video zur nächsten Möglichkeit, die ich nutze, um Schattierungen zu erstellen auf Furnieren, die ich für Marqueterien verwende, wie hier bei dieser Darstellung einer Öffnung in einem Kassettendeckel, die also räumlich dargestellt werden soll. Ja, die erste Variante hatte ich schon gezeigt, das ist das mit heißem Sand, ist vielen bekannt. Dann habe ich die zweite Möglichkeit genutzt mit einer Flamme und mit so einem Gaslötkolben, wo ich dann vorsichtig und in genügend großen Abstand Schatten auf Holz malen kann. Ich male also mit Feuer und das seht ihr jetzt. Inzwischen sind die Teile alle ausgeschnitten und eingefügt. Und zwei, nämlich die Fläche und die Fläche, habe ich nicht festgeklebt. Weil jetzt kommt noch eine zweite Schattierungsmöglichkeit, die ich nutze. Und die möchte ich jetzt demonstrieren. Bei der ersten, mit dem heißen Sand, habe ich ja hier diese Schattierungsverläufe, diese Farbverläufe von hell zu dunkel oder dunkel zu hell dargestellt. Das sind ja die Schatten, die sich auf den Flächen befinden. Jetzt gibt es aber ja noch den sogenannten Schlagschatten. Ja, jetzt habe ich das mal hier aufeinander gedrückt, das kann ich ganz gut demonstrieren. Da ist also praktisch hier die Kante und das ist eine Fläche aus dem Innenteil. Wenn aber jetzt Licht von hier links oben drauf fällt, dann wirft ja eigentlich diese Kante hier oben einen Schatten in den Innenraum. Und das kann man ganz gut sehen jetzt. Die Fläche wölbt sich etwas hoch und hier bildet sich schon mal durch das Tageslicht und auch durch die Lampe, die an ist, dieser Schlagschatten. Das ist also praktisch ein dunkler Rand, der dann unter der Kante sich noch abbildet. Und wenn der Rand da ist, dann ist es noch besser. Den brauche ich also jetzt auf der gesamten Seite. Hier auf dem Stück, hier drinne und hier rum bis hierher. Mal an. Und jetzt will ich mal hier diesen Schatten drauf bringen. Das heißt, ich muss das Teil wieder rausnehmen und muss den Rand dunkel färben. Wenn ich das jetzt mit heißem Sand mache, kriege ich nur eine gerade Kante hin. Aber hier sind ja Rundungen dran. Ich müsste das also in dem Sand so drehen. Ihr habt aber auch gesehen, dass man ganz schnell geht, dass das mir alles verkugelt ist. Und das Teil ist ja fertig. Und da nutze ich einen Gaslötkolben, also mit offener Flamme. Ist auch gefährlich. Ich könnte das Teil auch verderben. Ein Tick zu viel. Und das geht mir in Flammen auf, muss ich es halt nochmal machen. Ist nicht Sinn und Zweck. Ich will ja das nicht wegschmeißen und nochmal machen. Also heißt es, mit äußerster Vorsicht vorzugehen. Und ich brauche also den Schatten so einen halben Zentimeter, aber auch nicht scharfkantig. Ich kann also jetzt nicht hier rausschneiden und einen schwarzen Streifen von hier einleimen, sondern ich will ein kleines bisschen einen weichen Verlauf haben. Gut, also gucken wir uns das mal an, wie ich das mit offener Flamme mache. So, ich habe jetzt hier mal ein anderes Stück, um erstmal ein bisschen Gefühl wieder zu bekommen. Ich kann zum Beispiel auch, also jetzt habe ich hier den Gaslötkolben, kann zum Beispiel mit der Flamme auch in der Fläche irgendwo mir einen Schatten hinbringen, indem ich ganz weit weggehe und dann immer näher, bis ich sehe, dass die Flamme zum Beispiel mir einen Punkt hier, einen runden Schatten oder auch flächig. Muss aber immer gleich wieder zurück, damit es mir nicht komplett verbrennt. So kann ich jetzt hier Schatten machen und jetzt versuche ich ein bisschen auch das Gefühl zu kriegen für den Rand. Ich darf also nach Möglichkeit nicht gerade draufhalten, sondern schräg, sonst habe ich zu viel Hitze und das geht gleich in Flammen auf. So, jetzt arbeite ich mich jetzt hier vorsichtig ran.
Na, da geht's schon los an der Ecke. Ist auch jedes Furnier anders. Das eine brennt schneller, das andere ist ein bisschen widerstandsfähiger. So, hier hätte ich jetzt zum Beispiel so einen Rand. So, ich möchte mal noch nachreichen. Nachdem ich gezeigt habe, wie ich hier mit der offenen Flamme auch in der Fläche drinne Schattierungen oder dunkle Stellen erzeugen kann, wenn die mir etwas zu dunkel geworden sind, nehme ich Schleifpapier und gehe da drüber, ähnlich wie, ich sage jetzt mal, ich radiere das weg und schleife hier etwas und kann das also auch abschwächen wieder. So, jetzt kommt das Objekt dran, der Begierde. So. Das ist ein bisschen widerstandsfähiger. Ich habe das schon mal in einem anderen Probestück probiert. Jetzt habe ich hier, jetzt male ich sozusagen erstmal eine schwarze Kante. Ganz dünn erstmal nur. Also wie gesagt, ein Tick zu viel. Da haben wir es schon gehabt. Aber es geht gerade noch mehr schräg halten. Aber ich will ja auch so einen halben Zentimeter breiten Schattenrand haben. So, ich lasse das jetzt mal gut sein und probiere das jetzt mal an, ob das so passt.